Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich muss jetzt heute ein Video aufnehmen, weil ich bin ein bisschen erkältet und ich weiß nicht, ob ich am Wochenende Fahrrad fahren kann. Am Samstagmorgen muss ich arbeiten, das heißt, ich habe nur den Sonntag und weiß aber noch nicht, ob ich da fahren kann. Aber ihr wollt ja nächste Woche ein Video haben und deshalb habe ich heute mal die Kamera eingeschalten, weil der Niklas ist heute da bei mir und der Nico nachher auch, die kommen beide. Und zwar ist heute Freitag, oh, da klopft es an der Tür, ich glaube, das ist der Nico. Wartet mal. Hi. Hallo, da ist der Nico. Hi. Jo, und heute ist Freitag und zwar ist heute Red Bull Rampage und die zwei Jungs sind da zum Red Bull Rampage schauen. Wir haben hier aber im Hintergrund noch im Niklas sein Rad hängen. Und zwar baut er seine Bremsscheiben und die Bremsbeläge um auf Trickstuff-Scheiben in 203 mm. Und das machen wir jetzt mal. Ihr seid dabei. Viel Spaß. Let's go zu dem Video. Jo Leute, also der Niklas ist hier im Hintergrund schon fleißig am Schrauben. Der schraubt die Bremsscheiben runter. Alle Akkuschrauber leer, das heißt, er muss schön mit dem Drehmomentschlüssel runterdrehen. genau, er hat jetzt Magura-Scheiben drauf, die kommen jetzt runter und gutes Trickstuff-Zeug kommt drauf. Also kann man echt empfehlen, die Dinger bremsen echt wirklich gut, die Bremsscheiben von Trickstuff und die Beläge dazu. Aber ihr könnt auch Trickstuff-Beläge und Magura-Scheiben fahren, funktioniert auch sehr gut. Fahre ich zum Beispiel, ich fahre vorne Trickstuff-Beläge auf den neuen Magura 200 mm Centerlock-Scheiben. Genau. Und jetzt seht ihr einfach so ein paar Szenen, wie wir umschrauben und jo, viel Spaß. Leute, mittlerweile sind wir beim Pizza essen und Red Bull Rampage schauen. Jo, übelst geil. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Wenn nicht, schaut euch das Replay an von der Rampage. Mega das Event. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Richtig geisteskrank, was die Jungs da tun. Und ich würde sagen, Jungs, guten Appetit. Jo Leute, leider bin ich am Wochenende immer noch krank gewesen oder war ich krank, bin immer noch ein bisschen angeschlagen jetzt. Ich schneide gerade das Video für euch und glücklicherweise war der Nico Preischaft am Wochenende Radfahren am Heuchelberg und der hat meine GoPro... Ihr hört, ich bin immer noch krank. Glücklicherweise ist er bei mir vorbeigekommen und hat meine GoPro mitgenommen. Und hat euch mal auf ein paar Trails mitgenommen auf seinem Bike. Der fährt einen Propane Spindrift. Und genau, ich würde sagen, jetzt geht's für euch auf die Trails mit dem Nico. Viel Spaß! Thank you.
Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, euch hat es Spaß gemacht, jetzt gerade auf den Trails mit dem Nico. Ihr habt gesehen, es liegt schon ziemlich viel Laub auf den Trails. Es ging, finde ich, dieses Jahr ziemlich schnell, dass das ganze Laub runtergekommen ist. Ich habe das gar nicht so richtig mitgekriegt. Genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. So ein bisschen ein Mix aus Red Bull Rampage, neue Bremsscheiben montieren beim Niklas und Trails mit Nico. Also ja, volles Programm gehabt in dem Video, echt viel Abwechslung. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaltet beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder ein. Wenn ihr an den Bremsscheiben und an den Bremsbelägen interessiert seid, könnt ihr auch gerne mal beim Schaltwerk Schweigern vorbeischauen. Da sind die nämlich erhältlich. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann montiert der Andi euch die Scheiben auch gleich noch, sodass euer Bike direkt ready ist, wenn ihr da nicht so fit drin seid. Könnt ihr das gerne machen. Ich blende euch hier wie immer alles ein. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen und euch da auch informieren, was für euch die beste Variante ist, wenn ihr nicht so zufrieden seid mit euren Bremsen. Und genau, ich würde sagen, das war's von dem Video. Für mich geht's jetzt am kommenden Wochenende nach Oberammergau zum Corby und mal sehen, was da abgeht. Da gibt's auf jeden Fall auch Videos davon und das seht ihr dann beim nächsten Mal. Deshalb abonniert den Kanal, damit ihr nichts verpasst. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt beim nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Ciao.